Wir haben heute ein tolles Thema, nämlich Frankenstein. Da es ja einen aktuellen Kinofilm gibt, ist das die ideale Gelegenheit, mal über diese Film... Ja, Filmserie kann man ja nicht sagen. Filmgeschichte. Filmreihe könnte man vielleicht sagen. Filme, die nicht so im engeren Sinne zusammengehören. Reden wir mal 2 Stunden über Frankenstein. Oh ja. Das ist jetzt ein Film 1910, 21 Jahre vor Boris Karloff, tritt hier also ein Schauspieler als Frankenstein auf. Das ist die Szene aus der berühmten Hochzeitsnacht. Frankenstein hat im Roman im Grunde die Braut, die er für sein Monster macht, zerstört. Das Monster schwört Rache und sagt, er will Frankenstein in seiner Hochzeitsnacht besuchen. Wie lange ich auf einen anderen Menschen gewartet habe. Wie oft vergessen wir über dem täglichen Kleinkram dieser Welt. Die kleinen... Ich glaube ernsthaft, das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Er funktioniert gar nicht. Der schlechteste Frankenstein. Nein. Der ist schlechter als Bruder vor Luder. Wir werden zusammen. Sie passt oder nicht? Da, Ronny kann gehen. Aufstehen. Jetzt geht schon, komm. Keine Angst, sie tut nur so. Steh auf, du Mongo. Irgendwie muss ich ihn loswerden. Jedenfalls ist das schwerst infantiler Fäkalhumor. Da gibt's ja auch eine wirklich ausufernde Toilettenszene. Und ach, hör auf, das sind Lacher auf aller... Aber das hast du in Hollywood-Komödien auch. American Pie gab's sowas auch. Das hast du bei jedem Adam Sandler-Film auch. Ich würde das gerne schön lügen. Ich habe da einfach eine andere Einstellung zu. Und ich finde auch die Botschaft scheiße, weil die ganzen Charaktere so plakativ und so klischeehaft dargestellt sind. Und hätten die Lochis oder die Lochmänner auch eine Chance gehabt, ihre eigentliche Jugendlichkeit mal ein bisschen anders darzustellen. Aber die Bitches werden auch echt als Bitches dargestellt und die beiden Jungs stellen sich auch wirklich genauso dar, wie sie sind. Und ich kann das alles nicht wirklich ernst nehmen. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.